So, das wär's. Gut. Oh nein. Diese Stimme. Sag mir nicht, dass in New York so viele von denen da sind. Ich glaube, ich muss mich jetzt mal wieder einfinden. Nee, das war nicht gut. Okay, ich muss mal wieder gucken, wo was ist. Da zum Beispiel ist Munition. Okay. Achtung. Wir öffnen jetzt die Tür. Gut. Mal sehen, was wir hier so haben. Ah, wieder ein Upgrade. Dumm, okay. Noch eine tote Elite-Soldatin. Sollte sie die Reaper aufhalten oder wurde sie zurückgelassen? Elite-Soldatinnen arbeiten im Team. Sie hat sich vermutlich freiwillig für die Bewachung dieser Position gemeldet. Hoffentlich hat sie vor ihrem Tod noch ein paar erledigt. So, auf geht's. Wir müssen nach unten. So. Da fällt mir was ein. Genau. Brandmunition. Wir könnten die Schockwelle erhöhen. So, bestätigen wir mal und fortfahren. Da ist die Bombe. Das ist unsere Bombe. Und Valer. Rila, wach auf! Valer! Rila hört uns. Rila? Rila, hörst du mich? Weil sie sich in eine Kreatur der Reaper zu verwandeln beginnt. Tut mir leid. Das ist nicht schön. Können wir die Bombe zünden? Nicht ohne einen Zünder. Die Soldatinnen hatten einen. Wir müssen ihn finden. Nein. Später. Okay, okay. Ah, scheiße. Wir dürfen uns nicht von der erwischen lassen. Okay. Komm schon. Ach komm. Das ist der letzte. Für den Moment. Gut. Gehen wir zurück zur Bombe. Die Arme. Valer, geh! Nimm den Fahrstuhl! Rila, was tust du da?
Für mich ist es zu spät. Da kommen Hunderte. Geh! Los! Nein! Freela! Ich liebe dich. Freela! Wir können nichts mehr tun. Es kommen wirklich noch mehr. Sind nicht eure Sklaven. Das ist mutig. Und auch traurig. Wir konnten uns nicht mal verabschieden. Wenige brechen den Griff der Reaper. Reelas Wille war ebenso stark wie ihre Liebe zu dir. Wir haben sie sterben lassen. Reela hat ihre Wahl getroffen. Sie hat mich daran erinnert, warum ich geschworen habe, dieses Leben zu führen. Nämlich? Valer. Laut Kodex darf eine Adat Yakshi nicht außerhalb eines Klosters leben, das nicht mehr existiert. Moment, nein! Was soll das? Tut mir leid, Shepard. Unser Kodex. Es gibt nur eine Rettung für Valer. Mutter, nicht! Meine Töchter! Oh nein! Ihr wart viel... Nein! Loslassen. Was tun Sie da? Dem Kodex folgen. Indem Sie Ihr Leben wegwerfen? Ich töte meine letzte Tochter nicht. Das musst du auch nicht. Valer? Ich bleibe hier, zu Hause. Egal, was daraus geworden ist. Ohne ordentliches Kloster? Ich hätte gehen können. Ich brauche kein Gebäude, um meinen Kodex zu ehren. Und die Reaper bekommen mich niemals lebend. Versprochen. Dann erlaubt es der Kodex, dass du bleibst. Wenn der Krieg vorbei ist und ich noch lebe, besuche ich dich als Justikarin. Die Tochter ist klüger als ein Mann. Oh Gott. Schön. Ich würde es verstehen, wenn Sie Valer hier helfen wollen. Das muss warten. Vorher helfe ich gegen die Reaper. Ich rede mit Valer und schließe mich Ihnen dann an. Wenn Sie wollen. Na klar. Wäre mir eine Ehre. Mir auch, mein Freund. Na, das lief doch gut. Hier unten ist alles geklärt. Bringen Sie das Shuttle her. Jawohl, Commander. Ich folge einfach dem Rauch. Schön. Wir haben ein Kloster in die Luft gesprengt. Wow. Ich habe Ihren Bericht gelesen. Eine derart zugespitzte Lage war nicht vorherzusehen. Darum habe ich die Bombe gezündet. Mögen die Adat Yakshi in Frieden ruhen. Das Vorgehen der Reaper war monströs. Ein weiteres Team von Soldatinnen war schon zum Kloster unterwegs. Ich unterstelle Sie jetzt offiziell Admiral Hackett. Danke. Sie werden Ihnen loyal dienen. Leben Sie wohl.
Also hier scheint jemand glücklich zu sein. Und wir haben eine richtig satte Finanzierung bekommen. Naja, leider habe ich nicht mehr so oft online gespielt. Aber es läuft. Jetzt ist Samara wieder da. Ah, gleich. Wow. So viel auf einmal. Wow. Okay, hier ist nichts. Ich muss das öfter mal das Schiff durchsuchen. Ich gucke auch mal gleich, wie es unseren Kameraden geht. Dein Kumpel, der zu Cerberus gegangen ist. Was von ihm gehört? Nein, ich habe den Kontakt abgebrochen. Kann auch sein, dass der Kumpel verdeckt ermittelt. Das kann auch sein. So, gucken wir mal, wie es denn überhaupt denn da vorne da überhaupt geht. Jupp. Hey. Gut, dass Sie Samara das ausreden konnten. Hätte nie gedacht, dass sie ihre Pflicht mal nicht erfüllt. Ich weiß nicht. Einerseits war dieser Kodex alles, wofür sie gelebt hat, und das seit Jahrhunderten. Aber dann geht die Galaxie den Bach runter und die alten Regeln werden bedeutungslos. Ich meine, wir nehmen schon immer den kürzesten Weg, richtig? Meistens. Wenn wir die Galaxie gerettet haben, kann uns die Allianz immer noch vor ein Kriegsgericht stellen. Ich glaube, das wäre in dem Sinne sowas von scheißegal. Hey! Was machen Sie da, Edi? Ich überwache Berichte über Protonenstürme und andere Weltraumwetterphänomene. Da die Reaper die Kombarkensysteme angreifen, könnten kritische Warnungen untergehen. Wie schlimm sind diese Stürme? Wenn wir gewarnt sind, halb so wild. Aber wenn wir nicht gewarnt sind, sehr schlimm. Danke für die Information, Edi. Ja, man muss sich auch immer ein bisschen Info holen von Edi. Denn die lernt ja auch richtig gut. So, dann mal gucken. Wir müssen ja jetzt nach unten. Dr. Chakwas lässt ausrichten, dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Oh, okay. Dann mal runter in die Crew in Richtung Crewdeck. So, dieses Mal ist niemand an diese Tafel gepackt worden. Gut. So, und was geht es denn? Sie schaffen es immer, Commander. Wir haben die Vorräte von Taktis erhalten. Alles in Ordnung? Ja. Wir haben einige sehr nützliche Dinge bekommen. Ich konnte damit die Effizienz unserer Medigel-Verabreichungssysteme verbessern. Gut. Außerdem habe ich Informationen gesammelt, die Liara interessieren könnten. Fragen Sie Glyph. Das ist schön. Das ist sehr schön. So, mal gucken, was haben wir hier? Oh, damals, als wir hier noch dieses Ding hatten, diesen Gerf. Ja, wer kann sich denn überhaupt an Legion noch erinnern? Was ist aus ihm geworden, ist die Frage. Ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen. Hey, Kaidan. Es war eine harte Mission. Die Reaper sind ein einfallsreicher und rücksichtsloser Feind. Arme Rela. Einfallsreich und rücksichtslos. Das sind die Schlimmsten. Ja, so ist es. Ich habe nie eine echte Adad Yakshi getroffen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Der Kelch ist wohl an mir vorübergegangen. Puh, sei froh. Die sind furchtbar. Bösartig, furchtbar und gemein. Ich habe die selber nicht so ganz gemocht.